Wir, der Freien Fotoforum Zug, sind eine Gruppe von Fotografen und Fotografinnen, 10 eigentlich, der ein Ziel gesetzt habe, ein echtes Fotoforum in Raumzug zu etablieren. Die aktuelle Ausstellung heißt Crypto von Patrick Hühlimann. Und wie es sehr bekannt ist, die Krypto-Affäre war ein internationales Ereignis. Und was ich gerne an diesen Bildern haben eigentlich, ist, wie ist unser Klischeebild von Spionage vernichtet. Aber die Bilder hier zeigen eine ganz banale Geschichte an und für sich. Das sind leere Büroräume, das sind leere Aktenschränke. Das sind Steckdosen, Kabel. Es hätte eigentlich ein Buchhaltungsbüro-Auflösung sein können. Aber es ist doch ein sehr großes Spiongeschäft mit dem CIA und dem BND. Und darum finde ich die ganze Ausstellung spannend. Ich komme gratis in Franco eine Gelegenheit über die neuesten Fotografien vom Fotoforum anzuschauen und schätze es sehr, weil ich kenne auch etwa einen Fotograf davon und bin immer gespannt, was Neues gibt. Unsere kleine Galerie zeigt 6-mal im Jahr verschiedene Ausstellungen. Wir haben bisher 14. Eine war von mir, das heißt Viertel machen. Und das ist meine Auseinandersetzung mit dem Schweizer Ausdruck Viertel. Ich habe am Anfang mich sehr geärgert, wenn ich diesen Ausdruck gehört habe, als eine Minderung von was ich liebe. Mit der Zeit konnte ich mich quasi befremden mit dem Ausdruck. Aber ich habe gedacht, ich muss dann Frieden mit dem abschließen, indem ich eine ganze Serie von Fotos mache, wenn Leute fotografieren. Matthias ist sehr interessiert am Wellen. Und er hat den Zugsee gefilmt und nachher mit einem selbstgemachten Computeralgorithmus Schnitte aus dem Film genommen in zu einem Bild. Und das ist eine Auseinandersetzung mit der Wirkung von Zeit auf unsere Wahrnehmung. In Zukunft hoffen wir natürlich, dass wir doch die finanzielle Unterstützung finden, um einen großen Raum zu haben, wo wir Bilder auf Papier zeigen können. Für mich sind Bilder nur Bilder. Ich bin von der Oldschool. Für mich sind Bilder nur Bilder, wenn sie auf Papier sind. Fertig.